Ja, liebe Freunde der seichten Unterhaltung, es geht weiter bei Let's Play Together Seiken Densetsu 3 und diesmal hat sich der Raven Knight einen weiteren Gast dazu geholt und zwar... den Final Messenger 13! Jawohl, und er kennt das Spiel schon ein bisschen besser als der Raven Knight. Oh ja. Und der Raven Knight wird jetzt hier ein bisschen umherirren. Er ist jetzt hier an einem Strand, da muss er wahrscheinlich noch nicht hin. Okay. Merke dir diesen Strand für später! Sehr schön, werde ich tun. Am besten merke dir jeden Strand für später! Pogo-Puschelwald, yay! Yes! Ja, das sind leider nur die Gelben. Die droppen nicht das Haarfärbemittel für Duran. Ja, ich hab's mal Duran genannt, keine Ahnung. Ist das die falsche Aussprache? Ich hab immer Duran gesagt, ich weiß auch nicht warum. Eigentlich hätten wir ihn auch Duran nennen können, weil Duran, da gab's ja mal eine Band früher. Richtig. Wild Boys! Ach nee, war was anderes. Dann wollen wir... Ich hab keine Ahnung, was die gesungen haben. Ah, ich hab den Gegner doch noch erkannt. Obwohl ich ihn nicht gesehen habe. Du kannst eine Spezialattacke auslösen. Ja, erstmal weiterlaufen. Nee. Jetzt sind wir hier unten links und da sind wieder zwei Pogo-Puschel. Die nach dem Motto nichts sehen, nichts hören, nichts sagen, da rumliegen. Genau. Wah! Er hat überlebt. Das gefällt mir nicht. So. Ich lass mich nicht von Pogo-Puscheln verprügeln. So. Du öffnest die Truhen nicht? Ich habe keine Truhe gehabt. Hä? Da, bei mir wurde eine Truhe angezeigt oben. Also ich kämpfe jetzt gerade gegen den Pilz. Ja, genau. Also der Gegner hat eine gedroppt. Ach so, das vielleicht habe ich sie nur nicht gesehen. Vielleicht so, was die Spielmechanik angeht. Immer der letzte Gegner, den du besiegst auf einem Bildschirm, sag ich jetzt mal, und dadurch den Kampfmodus wieder verlässt, nur der kann eine Truhe droppen. Ja. Deswegen, wenn du auf Truhen aus bist, warte ich dann immer so ein bisschen, wenn nachdem er zerplatzt ist, bis ich aus dem Kampf raus bin, bevor ich das Areal verlasse. Ja. Einfach, sicher zu gehen, dass ich da keine Truhe übersehe. Aber diese Truhen haben es eh in sich. Ja, was stimmt. Allen angeht. Das erinnert mich noch an die alten Aufnahmen. So, bam. Küstenstadt Astoria. Ja. Du darfst die Gegner übrigens verprügeln. Ich glaube, du hast eine kleine Asynchronität drin. Wir sehen uns gleich wieder. Okay. So, die kleine Asynchronität ist hoffentlich behoben. Jetzt kann ich nach links oder nach unten gehen. Es ist das Problem, wenn ein Spieler bei Z-Snes nicht mitspielt, er teilweise ein asynchrones Spiel sieht. Das habe ich schon öfters gehabt. Nee. Und da sind wieder drei Pilzköpfe. Genau, lass uns beraten. Oh Mann. So viele leckere Gegner. Ich liebe Pilze. Magst du auch Pilze? So nicht die Magic Mushrooms, sondern die normalen. Wollte ich gerade sagen. Also könnte man durchaus mal so dulden. 75 von 88 Lebenspunkten habe ich noch. Ich gehe jetzt aber erstmal wieder zurück. 75? Bei mir hast du 81. Was ist da los mit den Synchronitäten? Irgendwas stimmt da nicht. Moment. Versuch Nummer 3, Leute. Jetzt gehe ich mal nach unten. Der Raven Knight war nämlich nicht mehr sicher, ob er sich da richtig verlesen hat am Schild. Oh, noch richtig. Eins. Höhle im Wasserfall, Wände rechts und Küstenstadt Astoria. Höhle im Wasserfall? Höchstens hinterm Wasserfall. Im Wasserfall macht's keinen Sinn. Richtig. Es sei denn, man heißt Moses und kann den Wasserfall teilen. Ich gehe mal trotzdem hier lang. Und? Da gibt's eine Invisible Plop. Bäm! Autsch. Magisch versiegelt. Ja, toll. Autsch. Dann gehen wir mal wieder zurück. Hat wohl noch nichts gebracht, hier nach Wendel zu gehen. Genau, du brauchst erst den Entbarriere, das Antibarriere-Spray. Stimmt. Was aber nicht gleichzusetzen ist mit dem Haarspray, was Duran jeden Tag benutzt. Und wir sind in der Stadt angekommen. Das ist kein Haarspray, das ist Volumenzeug. Ach so. Das ist die Stadt Astoria. Mhm, schön. Schön, dass das die Stadt Astoria ist. Was sagst du mir denn? Das kannst die du mal sagen. Die heilige Stadt Wendel ist auf der anderen Seite des Sees. Scheiße, dass Rollenspieler hätten nicht schwimmen können, gell? Im Osten ist eine Höhle, die unter dem See hindurchgeht, aber sie ist zurzeit versiegelt. Ach nee. Haben wir gerade gemerkt, wir sind voll dagegen gelaufen. Ja? Primärstatistische Erhebung. Grundgesamtheit gleich 1. Ja. Okay, sagt keinem was. Egal. Wo gehen wir denn jetzt mal hin, um einen Waffenshop aufzusuchen? Gibt's hier überhaupt einen? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Zu einem Shop, wo ein Waffenschild davor steht. Ich bin mir noch nicht mal sicher. Ich glaube, es gibt einen. Zurück. Nein, am Inn vorbei. Ja, genau, dadurch. Und ich glaube, wenn du tagsüber reingehst, ist es ein Rüstungsladen oder er schläft. Okay. Hä? Ja, dann lassen wir das. Dann verwechsel ich das gerade vielleicht mit irgendwas. Aber vielleicht liegt es daran, dass... Gute Nacht. Ich meine, es gab irgendwo im Spiel einen Laden. Wenn du tagsüber reingehst, ist es ein Waffenladen und nachts ein Rüstungsladen. Oder umgekehrt. Ganz sicher bin ich mir nicht. Kann durchaus sein, aber auf jeden Fall ist hier ein leerer Raum mit Fässern. Oder mit Vasen. Fässern? Was sind Fässer bei dir? Fässer sind Fässer. Vasen sind Vasen. Lass mich vorbei. So, danke. Und mit den Fässern mähen wir unseren Rasen. Genau.
So. Mit Fässern. Ich find's ja schade, dass es keine Fässer gibt wie in Secret of Mana 1, dass man damit durch die Gegnerhausen hindurchschleichen kann. Die tanzenden Händler! Yay! Willkommen! Aber die haben sie, glaube ich, auch aus Secret of Mana 1 zu 1 übernommen, oder? Oh ja. Oh ja. Oh yeah! Nehmen wir nochmal einen mit. So. Damit wir wieder einen neuen haben. So. Das Video hört sich bei mir an wie eine Hupe. Ja. Ist doch schön. Wollen Sie dieses Bonbon kaufen, dann hupen Sie dreimal. So, was haben wir hier? Da. Ich gebe erstmal hier die ganzen Orte ab. Dementsprechend wollen die deutschen Autofahrer viel zum kaufen. Entspann dich, junger Mann. Du erschreckst doch die Mädchen, wenn du so weiter guckst. Jederzeit. Ja, die ist auch aus Hylia entflohen, wenn in den Ohren nachzuurteilen. Ja. Ich meine Hyrule. Überall im Land sind silberne und goldene Statuen der Göttin verstreut. Dort sicherst du dein Spiel, die goldene Frische zusätzlich auch deine HP und MP auf. Das habe ich schon mal gelernt. Frag mich nicht, was HP und MP sind. Ja, stimmt. Der ist irgendwie ein bisschen veraltert. Ich glaube, der Harte. Hat... Ach, nein, lassen wir das. Oh, da läuft ein Wölflein rum. Oder ein Hund. Okay, dann verwechsel ich den Laden gerade mit was anderem. Und da ist der Waffenhändler. Augenständig gibt's hier ja welche. Ja. Mal gucken, was er hat. Toll, ein Eisenschwert, was mich verstärken würde, aber ich habe nicht genug Geld. Was sagt uns das? Wir müssen das verkaufen. Entschuldigung, die Soundeffekte hier in dem Menü sind einfach nur geil. Hm. Bei mir mit dieser Verzögerung, die ankommt. Ja. Das heißt, ich werde wohl demnächst erst das Schwert kaufen. Ja, zu früh Rüstung kaufen ist sowieso überbewertet. Da könnte man einen 80er-Jahre-Science-Fiction-Film mitdrehen. Ja, wer ist denn er? Keiner will mir glauben, aber ich habe es gesehen. Ein seltsames Licht flog über den See. Vielleicht kommt es heute Nacht wieder. Ding Dong, Wink mit der Dachlatte. Was müssen wir jetzt machen? Was müssen wir jetzt machen? Das war ein Wink mit der Dachlatte. Genau. Wir gehen mal pennische. Zumindest wenn jemand Dachlatten an seinem Zaun anbringt. Ja. Danke, geh und bleibe, wann du willst. Das ist doch wohl mal für den Moment bleiben. Ja klar. Jetzt legen wir uns wieder pennen. Gehen und bleiben, wann man will? Ja. Oh, er ist grün geworden. Ist er jetzt der unglaubliche Hulk? Er träumt vielleicht davon. Oder er ist ihm schlecht geworden. Das oh, verdammt, ich kann mir das Schwert nicht leisten. Nein! Oh nein. Das ist ja tatsächlich ein Licht. Sie übertragen ein Fußballspiel und haben die Flutscheinwerfer nicht ausgemacht. Stimmt. Und die sind auch noch beweglich. Mann, Mann, Mann. Was zum... Ach, der Installateur hat vergessen, das Ding zu befestigen. Ja. Das sind Fässer! Das da! Fässer! Ja, ist ja gut. Das sah im ersten Moment so aus. Hab vergessen, dass die hier anders aussehen. Das sieht aus, als würde er irgendwas essen, oder? Ja. Nom nom. Was? War nicht mehr frisch. Dieses Licht. Haltbarkeitsdatumpapier laufen. Ja, das ist auch immer so eine Sache. MHD. Sollte nicht, man... Geh nicht ins Licht, Duran. Geh nicht ins Licht. Wir laufen hinterher. Ja, gut, was soll's. Und da das erste Video von Seiken den Setsu schon oben ist, frage ich noch schon mal, ob der Final Messenger 13 weiß, wer der nächste Charakter ist. Ja! Sehr schön. Dort, ich sagte ja, da war ein seltsames Licht. Dort gehen wir hin. Der nächste Charakter ist nicht mehr allein zu Hause. Richtig, richtig. Und er ist auch bald da. Genau. Um das schon mal zu sagen. Und dann habe ich auch das erste Mal einen Mitspieler. Und dann geht's tierisch ab. Wo ist sie hin? Wo ist das Scheißding hin? Ja, du musst... Hoch, anders! Nein, zurück! Ach nee. Den anderen Weg. Biegen Sie jetzt rechts ab. Also aus Durans Perspektive. Biegen Sie jetzt links ab. Und folgen Sie weiter dem Straßenverlauf. Vorher haben wir noch Pilzköpfe auf dem Weg. Passen Sie auf. Diese Pilze explodieren bei Berührung mit Antibiotikum. Bäm, alle drei kaputt. Sieg! Und eine Schatzkiste. Siehst du die auch? Ja! Schön! Erfolg! Oh nein! Die Mimik oder die Speere! Mimik oder Speere! Speere! Yes! Wuhu! Entschuldigung. Stacheln. Au. Was ist denn? Die sind alle dran vorbeigerauscht! Ja, ich habe trotzdem 14 Schadenspunkte oder so genommen. Jetzt. So. Denk mal, was passiert wäre, wärst du tatsächlich gefällt worden von unten. Ja. Sprich, der Speer durch den Anus hindurch, an den Gedärmen hindurch, nach oben hindurch. Ich sage ziemlich oft hindurch. Ja, du bist ein Hindurchläufer. So, noch einer. Bim! Sofort erstmal eine Duftmarke hinterlassen. Zack. Yay. Wieder keine Schatzkiste. Und jetzt gehe ich hier links.
Vielleicht mal ganz kurz. Ich habe das Spiel, keine Ahnung, unzählige Male durchgespielt. Aber der Wiederspielwert ist einfach so unglaublich hoch. Das finde ich das Geile an diesem Spiel. Mit der Party, dann kann man die Charaktere später noch auf verschiedenen Pfaden entwickeln, wodurch sie unterschiedliche Fähigkeiten kriegen. Richtig. Und wir haben jetzt zum ersten Mal wieder gespeichert. An dieser Stelle, denke ich, ist ein gebundener Punkt, hier einen Schnitt zu setzen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Let's Play Together, Second and Set zu 3. Sprach der Raven dann immer mehr. Und ich durfte noch nicht mitspielen.